Hallihallo und herzlich willkommen bei den Formworkers hier auf Ellerbach im LS 19. Ich freue mich ganz sehr, denn der harte Alltag auf dem Land hat uns natürlich wieder eingeholt und ich fahre immer noch das Silo hier fest. Und irgendwie ist gerade, glaube ich, jemand auf meinem Hof. Ich muss jetzt mal ganz schnell gucken, ob ich da... Ach, der Herr Corleone. Herr Corleone! Ach du Schande, was ist denn das bitte? Hallo! Aber der klingt schon irgendwie, mal kurz hier das Ohr auf die Motorhaube legen, der klingt schon krass, ne? Ja, ist ja ein Rolls. Aha. Geschenk von der Familie. Ja, von der Familie, oder was? Richtig. Würden Sie sich dann mal da vorstellen? Ich will mal ein Bild machen, das ist ja cool. Würde ich ja. Also jetzt? Ja, klein Moment. Warum geht's schlecht? Irgendwie Rollstuhl? Brauchen Sie einen Rollstuhl oder? Ja, da geht gerade gar nichts. Kann man da eigentlich auch einsteigen? Ja, geht. Freeze. Freezy oder was? Das ist natürlich nicht so schön. Also Sie haben gerade irgendwie ein bisschen Kopfschmerzen sozusagen. Mhm. Kann man gegen die Kopfschmerzen was machen bei Ihnen? Theoretisch, ja. Rein theoretisch. Da geht gerade nichts. Okay, Herr Corleone, ich lasse Sie mal kurz hier an der Hauswand machen, was Sie machen müssen. Ja. Bis später. Ja, bis später. So, okay. Ja, ihr Lieben, so sieht's aus. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unschön, wenn der seine Kopfschmerzen hat, aber ich weiß, dass der da in Ruhe gelassen werden will. So, gut. Dann geht's jetzt mal weiter hier. Und wir sind tatatata bei 89%, ihr Lieben. Wir haben, also ich habe schon viel Schönes gemacht jetzt. Und könnte es anders so machen. So, na, das sieht doch glatt aus, ohne Ende, hä? Herrlich. Was mir nicht gefällt, ist dieses Ding, diese blöde Hügel. Das ist einfach blöde. So, gut. Gleich ist es fertig. Gleich. Haben wir es geschafft? Dann muss ich mal zum Rainer gucken, ob der noch irgendwas zu tun hat, weil ich habe dann erst mal noch nicht mehr so sehr viel zu tun. Das ganze Silo noch zudecken, aber naja, gut. Das war's dann im Endeffekt auch schon. Ich könnte natürlich nochmal auf die Wiese gucken. Ah, ich könnte den Herrn Goldberg eventuell mal anrufen. Ob der mir sagen kann, ob der vielleicht das Feld mal abscannt. Precision Farming mäßig. Der hat sich nämlich jetzt auch so eine Lizenz geholt. Das wäre ganz interessant, wenn der das eventuell mal macht. So, gut. Wie weit sind wir denn? 96%. Ich lasse das jetzt einfach mal offen hier. Ich hab's ja hier. Nee, hab ich nicht. So, 98%. 136.031. Könnte man sicher mal ausrechnen, wie viel das bringen würde, ohne Händlergebühren. Also ohne Marge. Jawohl! 100%! Ich freue mich! So. Aber mal gucken. So, zack, 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 zack.
das hier rüber, das hier rüber. Ja, so. Gut. Ja, sehr gut. Also 136.000. Jetzt wollen wir mal sehen. Silage. Silage. 106. Das heißt also, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wartet mal. Hä? Bin ich doof? Ach, hier. Ja. Okay, also. 336.000, ne? Haben wir gesagt? Ne, wie viel haben wir gesagt? Ich glaube 336.000, ne? Mal 0,106. 35.000. 35.000. So, dann will ich mal gucken, wie viel habe ich denn Hafer? So, Hafer, Hafer, Hafer. Haben wir 6027. Naja, das sind so. Das sind so. 1164. Ach, jetzt habe ich den Rechner wieder weggetan. Ach, Leute, das ist doch doof. Muss man den mal hier hinlegen. So, okay, also wir haben. Wie viel ist? 6027. 6027, 1,164. 6027 mal 1,164. Okay, das wären also, wenn ich alles gut verkaufen kann, wären das um die 40 bis vielleicht 50.000 Euro, die ich mir hier erwirtschaften kann. Das klingt ja eigentlich recht gut. Ah, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich fahre jetzt mal die... Der ist jetzt einfach abgehauen oder was? Naja, gut. Ach, ich muss ja mein Auto noch holen. Hoi. Das ist ja ganz wichtig, Mensch. Dann rennen wir mal schnell rüber und holen mal das Auto. Und dann werde ich mal die Eier wegbringen, die hier schon Ewigkeiten und stundenlang, tagelang auf meinem Hof rumvegetieren. Das macht ja keinen Sinn. So, los geht's. Und dann könnte ich eigentlich auch noch mal gucken, ob denn ein Feld schon wieder anreif ist. Aber glaube ich nicht. Ja, nee. Da wächst nichts mehr. Müsste gepflügt werden. Ja. So, da wollen wir doch mal gucken. Aber wisst ihr, was wir machen? Der hat ja einen Schlüssel stecken lassen. Vorsichtig. Ja.
Ja, Grünbaum. Ja, Rainer Mund, guten Tag. Tag. Genau. Was ist mit meiner Seemaschine? Warum? Die ist aufgefüllt und steht in der, Ja, ach nee, alles klar. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Ich wollte sie noch sauber machen, aber du hast ja immer noch keinen. Ja, der wurde mir geklaut. Ja, müssen wir einen neuen holen, oder nicht? Ja, wissig. Ja, ich habe die ersten Schulden bezahlt und ich habe die runtergedrosselt auf 75. Okay. Ja. Sag mal, warum kann ich denn die Eierkartons nicht anfassen? Was ist denn das? Warte, bist du da oben? Ich komme. Ach, ich weiß, warum ich die nicht anfassen kann. Weshalb? Na, die gehören meinem Vorbesitzer noch. Das ist doch scheiße. Naja, gut. Wie dein Vorbesitzer? Naja, die lagen ja schon da, als ich hier kam, als ich hierher kam. Kannst du die anfassen? Nee. Ich kann die nicht anfassen, nee. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen durchgerechnet, ne? Wenn ich meine komplette Silage verkaufe, ne? Mit dem Preis, der jetzt gerade steht, aber der geht ja noch hoch. Nächstes Jahr, dann sieht es ja, denke ich, besser aus. Und wenn ich. Aber ich glaube, ich habe es falsch gerechnet. Ich glaube, ich hab zu viel. Ich glaube, ich habe nicht 336.000 Liter drin. Oh, da müssen wir mal gucken. Aber wenn ich, also so wie ich es jetzt gerechnet habe, müssten es knapp 50.000 sein, ne? Die ich da kriege. Also mit Hafer und so noch dazu. Okay. War ja, du weißt aber schon, von dem Mindest, von dem Höchstsatz musst du 20% abrechnen, ne? Ach so, ja, die kriegen ja noch ihre Marge, stimmt. Naja, gut, dann sind wir bei 35. Und dafür lohnt sich das nicht. Behalte die Scheiße. Ja. Warte, ja. Rainer, hast du was zu tun jetzt? Oh, da ist schon viel zu weit weg, der alte Sack. Hast du was zu tun? Nee, du? Ja, komm, lass uns mal hochfahren ins Gewerbegebiet. Ja, warte mal eben, ich will noch eben kurz Mist drin werfen in meinem, Fährst du oder fahr ich? Ich kann hochfahren. Ah, du kannst hochfahren, wenn du willst. Mir ist ideal. Ey, fahr du mal. So. Gut, okay. Dann soll der mal fahren. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, cool. Cool. Also wie gesagt, sowas lassen wir uns auch bauen und aber eben allerdings mit Zitronen. Zitronen. Wie das hier aussieht bei dir. Rainer? Ja, warten. Du machst nur Mist, oder? Das würde ich jetzt so nicht sagen. Was? Würde ich jetzt so nicht sagen. So. Wusstest du eigentlich, dass man Bauanträge jetzt beim Audi Blau hinlegen muss? Nö. Seit wann denn? Ja. Ja. Aber du hast ein bisschen rasiert, Ling, oder den Arm, hä?
Das ist von Natur aus. Achso, ein bisschen von Kraft geträumt sozusagen. Ja. So, dann lass uns mal hochgucken. Ich habe nämlich gehört, dass sonst was verändert im... Was? Ihr schreit doch jemand. Moment. Hermann! Der hat eine Röhre von dort hinten bis hier vor. Hä? Krass. Hermann! Mit dem los. Ja. Ihre letzten 10.000 sind da, ne? Ah ja, wunderbar. Super, hat der gut geklappt. Wunderbar. Alles klar, wenn sie 20 haben, rufst du nochmal durch, ne? Wir haben 20. Nee, wenn du nochmal 20 hast. Ach so, wenn ich nochmal 20, ja, das dauert einen Moment. Ja, ja, kein Stress, keine Hektik, musst du dir auch erstmal verarbeiten jetzt, ne? Jawohl, alles klar. Alles klar, ach so, Bürgermeister. Ja. Wir fahren jetzt mal ins, Gewerbegebiet. Gewerbegebiet, kam gerade nicht hoch. Wir wollen mal kicken. Wir wollen mal kicken. Weil wir wollen ja auch mal investieren hier in Ellerbach. Ich möchte ja gerne die Fleischproduktion haben. Ja. Und da müssen wir mal kicken. Wir wollen mal ein bisschen was ausmessen und mal spekulieren, wie wo was vielleicht hin könnte, wisst ihr? Spekulieren Sie. Bin ja ganz bei Ihnen. Herr Goldberg. Ja, danke. Ja, bitte. Ich hätte noch einen Auftrag an Sie. Sie an machen mich. Das doch mit dem Precision Farming, mit dem Sensor, ne? Jo. Sie hatten gesagt, glaube ich, das letzte Mal 2.500 pro Feld, wenn Sie es machen, ne? Wenn ihr das selbst macht. Nee, 2.500. Aber wenn ich's mache, genau. Wenn sie's machen, ja. Genau. Könnten Sie die 10, die ich gepachtet habe, mal durchscannen? Ja. Und bei mir die 50? Moment, scannen. Und das ist Grünbaum. Und bei Ihnen die 50? Genau. Ich würde Ihnen das Geld gleich überweisen jetzt. Jawohl. Ne? 50 und das ist der Herr und angekommen. Klar. Angekommen, wunderbar. Wunderbar, ich danke Ihnen. Bitte. Achso, und wenn Sie es gemacht haben, können Sie ja mal Bescheid sagen, was rausgekommen ist, ne? Machen wir. Gut, danke. Jo, bitte. Wo sind der jetzt hin schon wieder? Hast gesehen, während du gefahren bist, bin ich reingesprungen, Rainer. Krass. Ja, ich hoffe, dass du deine Schuhe ausgezogen hast. Im Flug. Das willst du nicht, wenn ich meine Schuhe ausziehe, glaub mir. Ja, stimmt auch, dann geht der Teppich auch kaputt. Da geht noch vieles anderes kaputt. Wo ist denn das jetzt? Hier rechts. Rechts? Ja. Also jetzt hier rechts. Nee, warte mal. Ich will mal links fahren. Oh Gott. Warum? Weil ich nochmal ein bisschen kicken muss. Ob ich richtig angesehen habe, ne? Nee, tatsächlich nicht, aber jetzt, wo du sagst, können wir hier auch nochmal eben anhalten. Oh, nee, ey. Ich hab das denkst, wie fein und wie toll ich für dich angesehen habe. Ich hab meine besten Sehkünste hab ich rausgeholt. Ja? Klar. Gut. Nee, weil ich wollte ganz gerne hoch, oder? Fahr mal hier drin. Feld Unterkofen und da oben hoch. Das und die ist... 4 auch. 5, 7 und 4. Aha. Alles klar. Vielleicht die 4 auch noch. Müsste ich mal kicken. Hast du doch gerade gesagt. 5, 7 und 4. Ja, müsste ich mal gucken, habe ich gesagt, ob ich die noch kaufe. Oder ob ich die einfach pachte. Aber ich muss sie halt auch alle bewirtschaften können, ne? Das wird schon ich wollte gerade wollt sagen, also und da zur Zeit ja das LU manchmal gar nicht so oft da ist. Die machen ja zur Zeit so ein bisschen, habe ich gehört, Fremdarbeit in einer anderen Stadt. Deswegen sind ja. Die ganz selten da. Was eigentlich ein bisschen blöd ist, aber naja, gut. Ja. Kann man aber auch wiederum verstehen. Ne? Naja. Mein Gott. Ja, ich habe das gehört, die wurden wie ausgeliehen, sage ich mal, an eine andere Kommune. Okay. In Grunwald drüben. Ist ja hier gleich im Anschluss. Naja. Wie ist es? Da fahre ich nicht lang. Die sind mir alle ganz komisch. Suspekt sind die. In Grunwald? Naja. Ich kenne da niemand. Kennst du da jemanden? Nee, aber die Leute sind immer komisch.
Ach so? Ja, ja. Wenn du niemanden kennst, woher wissen du, dass die komisch sind? Du Scheiße. Geht der runter? Geht das runter? Ne. Ja, probier langsam, gib mal. Wäre ich fast hier gefangen, die Scheiße. So, naja, wollen wir mal gucken. Gut. Weißt du schon, wo hier was von dir hinkommt? Also, hast du das eigentlich schon gesprochen? Also, wissen das manche hier schon? Oder ist das jetzt bloß so... Nee. Das ist spruchreif, ja. Ach, das ist richtig spruchreif. Ja, ich hab ja meine Bauanträge abgegeben. Damals, wie ich hergezogen bin, hatte ich sie ja schon dabei. Sollte ich vielleicht meine Bauanträge auch mal abgeben? Ja, wäre vielleicht nicht das ganz Verkehrtes, aber... Also, Weil ich will ja, ich weiß nicht, ob du das willst, ja, eigentlich weißt du das ja, ne? Obwohl, da hier hinten irgendwo müsste das sein. Weil ich will ja hier so ein bisschen, auf Whisky machen. Naja, Whisky, was kommt denn da drin, weißt du das? Bei Whisky? Ah ja. Weizen, ach so. Ja, ja, ach so, okay. Das ist ja günstig. Da hier hinten bauen sie das schon, gib mal. Also es gibt da anderen Whisky, aber ich mache eigentlich ordentlichen. Ah ja. Ja, hier, das ist... Was, das ist hier dein... Da, das wird... Die sind ja schon dabei. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Rainer? Ja? Stell dich mal zu dem Traktor hier. Ich brauche noch mal ein Foto von dir. Du bist heute so fotogen. Also, so. Soll ich mich vielleicht drin setzen, die Schaufel mal hochmachen? Nee. Das will kein Mensch sehen. Vielleicht kann ich gar nicht. Deine Schaufel hochmachst. Oh, der ist ja offen. Der ist ja offen. Echt? Ja. Mal ich mal verstecken, ne? Was, unter Schlüssel steckt sogar? Das sieht ja krass drauf hier. Ja. Na, was meinst du, wenn du einfach hier mal so einen Anhänger abholst hier voll? Geh mal hier, einfach den Anhänger. Den kannst du ja einfach ankuppeln, mitnehmen. Aha. Fällt ja nicht auf, der sieht ja aus wie meiner. Warten ja, jetzt. Mach ich nicht. Mach ich nicht. So, stell dich mal hin jetzt. Ich stehe ja. Nee, nicht dort, wo ich dich ja sehen kann. Oh, das ist ein Kunde. Ja nicht. So. Ja, komm mal noch ein Stück her. Nee, du sollst dich nicht hinhocken. Jo, gut. So, sehr schön. Nee. Naja, also aber hier, was hier soll hier das hinkommen, oder was? Ja, hier hinten. Das ist ja übelst krass. Ja. Hier steht ja aber schon was, ne? Hier? Das ist ja sozusagen der Rohbau. Das wird wohl der Rohbau werden, ja. Ja, ist ja klar. Also man sieht ja, dass es ein Rohbau ist. Aber die Frage, hier steht ein Baum voll in der Luft. Guck mal, die haben hier WLAN-Bäume. Siehst du das? Oh ja. Ja. Ist der Absperrungs... Ja, die Tür. Ah, ich weiß aber, warum der in der Luft hängt. Guck mal hoch. Der hängt hier oben drauf. Da ist bestimmt bei dem Sturm vor 3 Tagen, hat sie ihn bestimmt hier irgendwo abgerissen. Oh, sieh mal, der auch. Und hat's, ja, die 2 Bäume hat's hier an das Haus rangeknallt. Oh oh. Ich hab mitgekriegt, dass der Herr Haudiblau beim Bauhof ist. Willst du den mal anrufen? Weil der das, ja, ne, ist doch dein Rohbau hier. Ja, ruf du ihn mal an. Warum? Sag ihm mal, wir haben hier ein kleines Problem. Warte mal. Ich glaube, da ist gerade besetzt. Warte mal kurz. Ah, da geht gerade niemand an. Warte nee, mal, du warst ja auch... Ich weiß. Geht gerade keiner ran. Der hat bestimmt ein anderes Gespräch. Herr Haudiblau, bitte mal anrufen bei mir oder Rainer Mund. Wird er bei dir anrufen, bestimmt. Ja, guck mal, das LU ist ja jetzt hier beim Maschinenhandel mit drin, oder was? Ne? Was ist passiert? Ha? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Warum, bei dir am Handy, oder was?
Hat sich, hat sich irgendwas verstellt? Naja, Und? Hallo! Ja, schönen Tag, ich bin's, Rainer. Ja, pass auf, und zwar sind wir, ich bin hier gerade am Gewerbegebiet, ja? Ja. Und ich hab hier mal jetzt, ich wollte mal kicken. Und wie weit meine Bauanträge sind. Ne? Welche Bauanträge? Schon, naja, die sind ja schon angefangen zu arbeiten hier. Mit deiner Fleischerei? Ja, ja. Ja, was denkst du denn? Ja, Mensch, da, aber letzte Nacht muss wohl gestürmt haben, wie Sau. Da sind nämlich zwei Bäume auf das Haus, also auf die Rohbaustelle aufgeknallt. Richtig rausgerissen wurden die. Die hängen jetzt in der Luft, sagen das mal. Ja, die hängen jetzt in der Luft, Mensch. Also die hängen ja am Rohbau oben dran. Ja. Ja, nicht, dass der Rohbau kaputt geht jetzt. Das ist ja auch schade, wa? Deswegen wollte ich nochmal anrufen, dass sie ihre Leute vielleicht mal ein bisschen besser kontrollieren. Warte mal. Also jetzt sprachlos oder was, Rainer? Ja, bist. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Polenarbeiter, ey. Ja. Kann ja auch der Strom gewesen sein. Aber die haben bestimmt. Nicht weißt du, was das war, Rainer? Das war bestimmt deine Lisa. Liesbett. Liesbett. Also ihr seid echt ein bisschen. Aber nur ein bisschen, komm. Meine vor allen Dingen. Nachbars Tochter ist das, ja. Aber mit deinen Bauanträgen müssen wir eh nochmal reden, ey. Da hat der Kuckberg, da ist ja nur die Hälfte ausgefüllt. Wieso ist die Hälfte ausgefüllt, Mann? Ja, weil die, was weiß ich, fülle ich deinen Schmarrn aus oder was? Mensch, Martin. Was? Ich hab nur das alles übernommen, diesen ganzen Haufen Chaos. Ja, ich hab doch nur zum Goldberg gesagt, der soll alles unterschreiben, weil meine Unterschriften sind überall drauf gewesen. Nee, mir fehlen auch drei. Aber weißt du, was gut ist? Deswegen habe ich bin in meinem BMW, habe ich die Zettel, kannst gleich unterschreiben. Ah ja, dann der kommt dorthin, kommt er doch schon. Hey, uiuiui, ja, Dekadenz. Boah, der rammelt hier rein, ey, das ist krass. Boah. Hey, hier, Herr Haudiblau hier hinten. Hier. Und guck mal, der Baum hier, der ist auch schon belastet fast. Der geht auch bald hin. Und der hier auch. Ja, kann passieren. Ja, ich stehe ja noch. Das war bestimmt, das war ja bestimmt wegen dem Sturm vor. Vorige Nacht oder vor drei Nächten. Aber die sind schon gut weit hier. Ja, aber die lassen, ja auch die ganzen Schlüssel stecken, ne? Ja, kommt der. Ja, das ist aber schuld. Das sind nicht meine Geräte. Nee, nicht meine auch nicht. Aber geht schon. Da, bis dahinter geht dein. Bis dahinter geht dein Gebiet, ne? Oh, ich glaube, das ist mein Handy. Herr. Ja, hallo? Hallo, Herr Mund? Ja, hallo, Mund. Jo, Herr Mund, Ihr Feld wäre gescannt. Schauen Sie mal bitte nach. Mein Feld ist gescannt. Feld 50. Feld 50? Wo segnet? Nein, unter Precision Farming. Du gibst mir aber dann mein Handy wieder rein, oder? Ja. Nicht Diebstahl. Ja, ist gedüngt. Und was kann ich. Achso, okay. Ach so. Nicht gedüngt. Gescannt. Ja, ist gescannt. Da hab ich gehört. Aber düngen können Sie dann auch ruhig. Das hätten Sie vorher sagen müssen. Ich bin keine LU. Ja, na gut. Alles klar. Nee, was kriegen Sie von mir? 1000? 2,5. Zahl der Grünbaum. Hä? Das müssen Sie ausmachen. Ja, zahl der Grünbaum gleich, ist kein auf Problem. Auf dem Weg bin ich, kein Grünbaum bin ich gerade. 2,5, kommt gleich. Ich hab schon gezahlt. Danke. Ciao. Hier ist das Telefon, bitte. Meine Priester, ey, was? Der sollte eigentlich gestern schon weg sein. Was? Der Kran. Ach so? Ja, nicht mal abgebaut haben sie die Pfeifen. Einfach stehen gelassen oder was? Ja, hab ich schon abgebaut. Oh. Aber hier, deine Grundstücksgrenze geht bis dahinter, ne? Ja. Schon ausgemessen. Wo, bis wohinter? Bis hier hinter. Muss halt alles noch ausgeholzt werden, aber es Elu pennt ja schon wieder. Naja, ist aber volle Arbeit, wa? Hä? Bis hier hinter? Er kann auch Pilze suchen hier anschließen. Was bis hier hinter? Ja. Ist ja krass. Ordentliche Fläche. Ja, das LU habe ich gehört, ist derzeit irgendwie in einer anderen Kommune in Grunwald drüben eingesetzt, ne? Pfeifen soll mal lieber zu Hause was machen, ey, was ist los bei denen?
Verstehst du, die haben hier ihren Hauptsitz und hier gehen die Landwirte zugrunde, weil sie überall Arbeit haben. So, aber Freunde, ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal langsam auf den Weg, wa? 18 Uhr, hä? Ja, Nadine, sag dem, dass ich selber doch fahre. Leone. Der hat eh einen Freiflug. Ja. Achso. Na gut, ihr Lieben, aber wie es dann zur Einweihungsparty ist vom neuen Hof, was der Herr Haudiblau da alles so ablässt und der Rainer vielleicht auf den Tisch tanzt, das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen da lassen und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, einfach mal ein Abo, ne? Dann wäre es ganz, ganz cool. So, wir sind raus, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss und ciao. Ciao. Tschüss.